Donnerstagmorgen. Noch drei Tage bis zum grossen Merci-Fest. Event-Organisator Viktor Baumann führt OKA-Chef Walter Bloch durchs Stadion. Viel besagt die Bärengraben. Sind wir endlich mal im Bärengraben? Ja. Schon mal im Bärengraben? Ich bin noch nie der Kadotti. Noch gibt es ein paar Probleme zu lösen. Zum Beispiel lassen sich die meisten Türen im Stadion nicht öffnen. Ja. Kannst du nicht mal fragen, der Schlüsselgang eigentlich praktisch nie. Okay. Also, ich brauche einen, der praktisch überall. Ja, genau. Es wäre noch gäbig, wenn wir die Türen, die wir müssen auftun, könnten auftun. Ja. Ja, genau. Weiter oben im Stadion. Die Stehrampe muss auf die Schnelle in Sitzplätze verwandelt werden. Da hoch und da rüber. Aber wir werden dann morgen 2.500 Sitzkissen auslegen. Viktor Baumann hat sich im Eisstadion eingerichtet. Bis am Sonntag wird er kaum mehr wegkommen hier. Soll ich dir einen Tisch besorgen? Hast du keinen Tisch mehr? Du möchtest drucken, du möchtest möglichst nah sein. Freitag. Die Sitzkissen sind gekommen und müssen nun verteilt werden. Idealerweise geht es eben da bis zum Geländer. Da ist schon wieder sehr viel Luft. Also wäre hier zuerst der Sitzflüssig. Es eilt. Das OKA des Merci-Fests wartet auf eine Führung. Der Gang in die Arena. Der erste Eindruck? Wow. Viktor muss gleich weiter. Moderatorin Nicole Bechtold und Art on Ice-Regisseur Oliver Höhner wollen mit ihm den genauen Ablauf der Feier besprechen. Ein langer Tag geht langsam zu Ende. Doch es wird noch viel zu tun geben in den nächsten 48 Stunden. Samstag. Migros Are-Chef Beat Zand will sich vor Ort ein Bild der Vorbereitungen machen. Könnt ihr schauen, das sind unsere fliegenden Herzen. Die tun wir jetzt, sind einfach statisch und an irgendeiner Show kommen die raus. Also nicht irgendeiner, sondern während der Merci-Serie kommen die raus. Dann beginnt die Hauptprobe. Einfach hier wäre jetzt der Cue, oder? Und dann schauen wir nach. Aber es ist gut, oder? Nun zeigt sich ein erstes Mal, wie gut die Vorbereitungen waren. Wir haben heute Morgen wieder gesehen, wir sind 200 Künstler und Künstlerinnen auf dem Eis, neben dem Eis. Also ohne Technik, eigentlich rein Künstler. Bis das Puzzle-Piece zusammen ist, ist heute Abend um 9 Uhr. Von dem her. Aber wir sind auf Kurs. Sonntagmorgen. Migros Are-Chef Beat Zand wird verkabelt. In ein paar Minuten geht das Fest los. Eventorganisator Viktor Baumann feilt noch an den letzten Details. Wie genau soll der Anfang aussehen? Besprechung mit Orchesterchef Christoph Walter. Ja, also ich finde es noch schön, wenn die Musik kommt und sie einmarschieren. Hast du aber hier den Cue selber finden, um anzufangen? Du musst einfach auf den Film schauen, ja, du siehst ja, wie der. Ja, ja. Weißt du, das macht auch nichts, wenn die Musik ein bisschen früher startet. Wie ist der Puls? Fast ein bisschen emotional. Jetzt bin ich fast ein bisschen überrascht, wo die Leute alle einfach Fans schwingen und einfach Freude ist da, ist eine riesen Freude hauen. Ja, muss ich sagen, fast ein bisschen emotional. Gespanntes Warten vor dem Bildschirm. Eiskunstläufer Andrei Hotarek hat sich während der Vorstellung eine Schnittwunde an der Nase geholt. Viktor erkundigt sich nach dem Befinden. Währenddessen läuft die Show weiter. Und wird zum vollen Erfolg. Oli, merci vielmals. Danke dir für alles, fürs Vertrauen. Ja, bist du zufrieden? Ja, ist super. Ja. Cool, okay. Schon Schön, Publikum ist gut, oder? Mega Publikum. Ja. Kommt mir gut, also. Richtig ab. Super, merci. Ein kleiner Zwischenfall mit dem Eiskunstläufer ist halt immer möglich, aber das kommt gut. Die sind hart im Nehmen. Und es geht gleich weiter. Wer soll am Nachmittag welche Blumen kriegen? Ein nicht zu unterschätzendes Problem, denn niemand darf vergessen gehen. Wir geben uns Mühe, wir schreiben jetzt nochmal auf, wem wir einen Blumenstrauß geben und dann geben wir die. Also es hat genug. Bestellt haben wir genug, weil wir gewusst haben, wir vergessen sicher jemanden. Und darum haben wir genug. Dann die Nachmittagsshow. Hier ist etwa 4 Leute, habe ich gesehen. Noch schade, wir fehlen 3 Minuten noch. Das machen wir ein bisschen früher als... Nein, 5 nicht. Ist jetzt schon 4 vor? Ja, ist 3 vor schon. Die Musiker kommen erst in letzter Minute an ihren Platz. Doch es geht pünktlich los.
Und hinter der Bühne geht es zu wie vor einem Eishockeyspiel. DJ Bobo und sein Team stehen kurz vor dem Auftritt. Er ist der Überraschungsgast. Victor beobachtet die Reaktion des Publikums. Wir haben immer gemunkelt, aber ich glaube nie den Namen. Von dem her, ich denke, die Überraschung ist gelungen. Dann ist es geschafft. Ganz am Rand der Bühne nimmt Victor Baumann Applaus und Gratulationen für zwei gelungene Shows entgegen.